Dora von Doras Corner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und damit herzlich willkommen auch zu einem neuen Video-Hop vom Team Stempelvisa. Wir, einige Mädels, haben uns zusammengetan und haben ein neues Thema für euch vorbereitet. Das ist Frühling, Ostern 2021. Und zu diesem Thema haben wir dann wiederum Projekte und Ideen erarbeitet, die wir mit euch teilen wollen. Und wir fangen jetzt hier mit meiner Idee an. Und wenn ihr Interesse habt, wozu ich euch ganz herzlich einladen möchte, zu den anderen Kanälen der Mädels rüber zu gehen, dann findet ihr unten in der Beschreibung des Videos die Verlinkung. Und ich werde auch die Playlist am Ende dieses Videos beifügen. Dann lasst uns einfach zu meiner Idee kommen. Und das ist heute dieses Teil hier. Das nennt sich Slide and Stand Pop-Up Card. Wow. Und ich finde die Blümchen aus dieser Stanzreihe perforierte Blumen einfach entzückend und habe mich entschieden, heute mit euch so ein 3D-Objekt zu basteln. Jetzt würdet ihr euch fragen, ja, was soll das Ganze? Da ist ein ganz toller Trick dabei. Und zwar sieht das Ganze eigentlich so aus, ja, und kann in einem handelsüblichen Umschlag verschickt werden. Das ist das Tolle dabei. Hier kann auch eigentlich gar nichts kaputt gehen. Das Einzige, was ihr schauen müsst, ob das Porto für einen Standardbrief ausreicht. Das könnte nämlich von der Höhe, je nachdem wie ihr die Blümchen und wie viele Lagen ihr da angeordnet habt, vielleicht nicht reichen. Ansonsten ist das sicherlich irgendwie recht überraschend für den Empfänger, wenn man sowas dann aus dem Umschlag rausholt und quasi so einen Aufsteller dann vorfindet. Hier kann man, zumindest ist das so jetzt bei mir vorgesehen, auf der Vorderseite liebe Wünsche, zu welchen Anlass auch immer. Also in meinem Fall habe ich mich jetzt für das Thema Frühling entschieden. Und man kann einfach so allgemeine Grüße schicken oder halt zum Geburtstag in diesem frühlinghaften Aussehen. Und auf der Rückseite habt ihr dann immer noch die Möglichkeit, wie auch immer ihr das jetzt hier machen möchtet. Ich habe jetzt hier was extra zu diesem Design ausgestanzt, um dort vielleicht mal diese liebe Grüße und davon wem auch immer das ist, diese paar Zeilen noch niederzuschreiben. Ja, ich finde das recht cool und tatsächlich schnell gemacht. Es ist eine frische Idee jetzt im Vergleich zu diesen winterlichen Projekten. Ein bisschen was anderes und da möchte ich nicht so viel Zeit verlieren, sondern einfach mit euch direkt loslegen. Genau, von den Materialien haben wir hier, wie erwähnt, diese perforierte Blumen. Diese findet ihr in dem Mini-Katalog auf Seite 45. Es ist hier oben, dazu kann man auch noch diese Stempel hier erwerben. Aber wir arbeiten heute tatsächlich nur mit den Stanzformen. Die Labels, die kann man natürlich jetzt in einem beliebigen Formen hier drauf machen. Man muss auch gar keine Formen haben. Man kann ja auch die drauf stempeln. Und da jetzt bei diesem Stempelset nichts dabei war, also aus der Serie, was mir so zugesagt hat, habe ich was anderes rausgekramt. Und das ist hier dieses. Das findet ihr in dem Hauptkatalog. Das ist Stempelset mit dem Namen So gesagt. Und da kommt halt dieses her. Und dazu passen wunderbar diese Stanzformen, so hübsch bestickt. Also die sind extra dafür gemacht und bieten sich natürlich auch perfekt an. Das ist soweit zu den Stempeln und Stanzen. So, was wir hier noch brauchen, ist natürlich Papier, wie immer. Und da habe ich mich entschieden, einmal für das neue Papier, also hier erkennt ihr das wahrscheinlich gar nicht, was das ist, aber vielleicht hier, das ist dieses Kunstwoll Floral, was man aktuell noch erwerben kann im Rahmen des neuen Mini-Katalogs, neu in Einführungsstrichen. Und dazu habe ich mich noch entschieden, passend zu den Farben, also wir gehen hier über Flamingo-Rot, Blütenrosa, Marineblau, Aquamarin. Ja, und somit auch hier die Auswahl für
diesen Farbkarton in Aquamarin. Genau. Im Prinzip braucht ihr nichts weiter, außer noch ein Falz- und Schneidebrett und super Werkzeuge. Hilfreich ist hier an dieser Stelle, weil wir Blümchen formen werden, vielleicht etwas mit so einem runden Spitze. Das kann man, jetzt in diesem Fall ist das so ein Falzwerkzeug von diesem großen Falzbrett von Stamping Up. Aber vielleicht habt ihr ja sowas Ähnliches, das solltet ihr auf jeden Fall rausholen. Und vielleicht eine Gummimatte, das hilft dann ja auch zum Formen der Blümchen. Genau, Memento und ein Acrylblock liegen auch hier schon bereit. Und wir werden jetzt hier einfach mit der Basiskarte beginnen. Das ist jetzt ein klassischer DIN A4 Blatt Papier und ich werde in erster Linie das erstmal bei 10,5 anlegen und einmal längs durchschneiden. Ne? Also wir legen das an der kurzen Seite an und das drehen wir uns um 90 Grad, legen bei 26 cm einmal an und schneiden auch den Rest ab. Somit habt ihr also ein Teil mit 10,5 mal 26 cm. Das ist schon mal für den Ständer. Wenn wir schon beim Schneiden sind, dann können wir uns gleich das zweite Teil vornehmen und da schneiden wir jetzt einmal nochmal längs das Teil weiter zu und legen es an der kurzen Seite bei 8,5 cm. Einmal durchschneiden und da brauchen wir 14,5 cm. 14,5 und einmal wieder abschneiden. Und das ist die Karte, die quasi mitten in den Reinständer reingefahren wird. So, jetzt nehmen wir uns dieses Teil vor, also für den Ständer, denn da müssen wir ein paar Falzlinien ziehen und wir fangen, ich ziehe das jetzt von rechts nach links, wir fangen bei 2,5 cm an und wie gesagt ziehen eine Falz, dann verschieben wir das weiter zu 6,5 und ziehen eine Falz, dann geht es weiter mit 9. Ziehen eine Falz, dann mit 13 und ziehen eine Falz, dann mit 17, das kann man jetzt hier bei mir recht schlecht erkennen, aber ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung, wo man da das Papier anlegen kann. Ich hoffe, ihr könnt das vielleicht besser sehen. Also das war 17 und jetzt brauchen wir noch 19,5. Und 23,5. Final jetzt. 23,5. Und das war's schon. Dann nehmen wir uns Falzbein und falten das. Und zwar würde ich einfach von rechts beginnen und der Reihe nach hier ganz easy noch links falten, denn letztendlich ist diese Form tatsächlich dann später so, jetzt könnt ihr jetzt sofort diesen Ständer schon mal erkennen, ja, das wird so zusammengelegt und da wird die Karte von oben reingeschoben. So, jetzt fragt ihr euch ja, aber wie schiebe ich die Karte rein? Da muss ich doch was reinschneiden. Und in der Tat, so ist es. Dazu eignet sich ebenso dieses Set. Das finde ich ganz toll, dass wir hier nicht springen müssen bei dieser Idee. Ihr findet hier so ein Teil, das ist, gehört eigentlich zu der Blume, ja, das ist der Stiel. Und das nutzen wir für den Schlitz für die Karte. Und auch wenn das so leicht gebogen ist, stört das nicht. Im Gegenteil, es verleiht noch so ja, eine coole Form und passt genauso gut, wenn man das jetzt mit einem Messer ausschneiden würde. Also ihr wisst schon, was ich meine.
Also normalerweise würde man vielleicht so ein Teilchen nutzen und da mit dem Lineal das ausschneiden, wenn ihr diese Stanzenformen nicht habt und auch für die Blumen vielleicht irgendeine Alternative verwenden möchtet. Was wir jetzt hier machen, ist, so wie gesagt, wir nehmen genau die Mitte, ja, es ist wichtig, genau die Mitte, und da werden wir das Teil hier einfach ausrichten, also auch möglichst in der Mitte, und dabei orientiert ihr euch am rechts und links, dass die Abstände hier gleich sind und dass die Falzlinie in der Mitte dieser Stanze verläuft. Also ihr werdet sehen, weil das einen kleinen Bogen hat, geht jetzt dieser Mittelpunkt über diese Falzlinie. Aber das ist völlig in Ordnung und völlig korrekt. Ja, also so stanzt ihr euch das einmal aus mit der Big Shot oder was auch immer ihr zur Hand habt. So, ich bin fertig und so sieht dieser Schnitt hier final aus. Das brauchen wir nicht mehr. Und ich gehe tatsächlich so vor, dass ich das direkt verklebe. Ja, also ihr könnt euch überlegen, ob ihr das erstmal ausschmücken möchtet und dann verkleben. Aber ich würde dazu raten, das genauso wie ich jetzt das tue, direkt zu tun, weil ihr dann seht, wo die Kanten sind und gerade bei 3D-Objekten, dass ihr dann die Objekte nicht zu hoch oder zu tief ansetzt, dass man die Karte nicht mehr zumachen kann. Ja, was müsst ihr denn jetzt einmal machen? Also nochmal, die Form ist ja so und das wird hier verklebt und diese Karte wird hier in diesem Schlitz reingeführt. Die können wir ja so ein bisschen hier für diesen Schlitz schon mal vorbereiten. Also ne, ich führe das hier einmal durch und das wird hier gerade also geführt und parallel hier zu dem Boden verklebt. Ja, also das richtet sich dann schon aus. Das heißt, also ich werde das einfach so öffnen, dass ich hier das schon einmal, ne, ich drehe das einmal, habe, dass diese Karte da ist. Die kann ich erstmal wegschieben und würde diese Fläche, die mache ich nochmal mit Falzbein hier in meinem Fall nochmal nachziehen, die würde ich jetzt komplett mit dem Kleber versehen. Mit dem Tombow-Kleber in meinem Fall. Und da gehe ich gleich mit dieser Karte hier rein und richte die einfach oben drauf, parallel zu dem Boden. Also da kann man tatsächlich nichts falsch machen, wenn ihr darauf achtet, dass das zu dem Boden parallel verläuft. Na, dann sind automatisch die Abstände rechts und links gleich. Und ihr nehmt gleich den Tombow wieder zur Hand und könnt hier direkt weiter diesen auflegen. Das könnt ihr natürlich auch hier machen. Das ist ja egal. Ja, Hauptsache, ihr nutzt hier an diesem Rand nicht zu viel davon, damit euch das nicht verschmiert. Und jetzt geht ihr mit also diesem zweiten Teil, setzt das einfach drauf und ihr seht das, ne? Das formt sich hier zu so einem flachen Objekt und das hilft wieder die Ausrichtung zu finden und das gerade zu verkleben. Jetzt warten wir mal einen Moment, bis der Kleber eingezogen ist. Dann werden wir mal mit dem Falzbein gehen, drüber gehen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann ist das, was final dann in so einen Umschlag reinkommt. Und wenn ihr dieser Kleber, come on. So, und wenn ihr das dann aufmacht, dann sieht das wie folgt aus. Und schon ist die Basiskarte fertig. Ja? Jetzt können wir also mit dem Ausschmücken beginnen. Und wie gesagt, ich tue das jetzt, weil ich jetzt sehe, wenn ich das zumache, dann weiß ich, hier oben können 3D-Blüten platziert werden, die können auch abstehen, aber alles, was darunter geht, muss flach sein, damit ich die nach wie vor diese Karte zumachen kann. Und das ist die ganze Kunst dabei. Ja, wenn wir nochmal zu meinem Beispiel kommen, da seht ihr,
da ist recht viel, ne? Also das ist schon, hier sind einige Layer. Dennoch, ich kann das ganz bequem zumachen, ohne mir da Gedanken zu machen. Und ne, seht ihr, das ist alles flach. Da passiert nichts. Diese Blume steht hier über. Da müsst ihr einfach schauen gleich, wie viel Kleber man da aufsetzt, um auch so weit wie möglich oder so viel wie möglich Fläche mit dem Blümchen zu bedecken. Natürlich meine ich damit nicht, dass man alles mit Blümchen macht. Das muss schon irgendwie schön fürs Auge, nicht zu viel. Also ich fand diese beiden diagonal zueinander liegenden Flächen ausreichend für die Positionierung der Blüten und hinten einfach, weil wenn man das umdreht und die Botschaft dann liest, vielleicht ist es ein bisschen nackig, da habe ich mich auch entschieden, einfach diese Farben zu wiederholen, hier auch nochmal was drauf zu packen, aber grundsätzlich würde ich da nicht mehr nehmen, weil das dann einfach too much ist. Jo, kommen wir jetzt zu unserem Beispiel. Jetzt haben wir uns doch ein paar, etwas Papier ausgesucht vorhin und wir brauchen tatsächlich jetzt dieses Papier. Und was ihr jetzt macht, ist also erstmal Entscheidung treffen. Das sind zweierlei Blütenfarben, sag ich mal so. Dadurch, dass das so ein bisschen schattiert ist, verschwimmt das ineinander. Also im Prinzip sind, wie gesagt, zwei Blütenfarben. Und ich würde dafür diese beiden Papiere verwenden und für die Blätter entsprechend dieses. Das geht schon in Richtung Monochronalog, ne? Wenn das nicht mag, muss natürlich eine andere Farbkombination wählen. Also hier zum Beispiel das Papier, das kommt aus der letzten Celebration und das ist schon in sich etwas schattiert, also da gibt es so Farbverläufe und das eignet sich natürlich super, ne? Weil man dann so ein bisschen dynamisch, hier sieht man das ganz genau, da sind verschiedene Blütenfarben, also Schattierungen aufeinandergelegt und das gibt natürlich viel Kontrast und sieht geil aus. Dieses Papier ist allerdings, wenn das Video veröffentlicht wird, nicht mehr erhältlich, deshalb habe ich mich entschieden, mit diesen Papieren zu arbeiten. Und hier noch ein Tipp, also ihr müsst keine Designerpapiere nehmen. Ihr könnt ja natürlich genauso gut einfach ein weißes Papier nehmen, nicht zu dick, und dann mit solchen Blending Brushes, die auch bei Stamping Up erhältlich sind, wunderbar mit dem Stamping Pads auf diese weiße Papierfläche gehen und selber Schattierungen erzeugen nach Belieben, ob das jetzt stärker oder schwächer in dem Kontrast ist, also so wie ihr das mögt. Also ist auch eine Alternative, wie gesagt, kein Designerpapier ist hier notwendig. Ich will es aber recht schnell machen mit den Blending-Tools, werden wir uns dann in einem der weiteren, also Zukunftsvideos bei mir beschäftigen. Deshalb bleibe ich bei diesen Designerpapieren. So, was macht ihr jetzt? Also jetzt nehmt ihr euch was, wir haben ja gesagt, die beiden sind für Blüten. Ich habe das so gemacht, dass ich einfach pauschal alle Blüten zweimal ausgestanzt habe. Also das heißt, dass das ganze Set, ja, weil ich weiß im Vorfeld nicht, wie ich die zusammensetze. Also ich bin da, ich sehe das beim Zusammenbauen, ob mir das gefällt oder nicht. Und entweder nehme ich es oder ich verwerfe es. Und deshalb würde ich euch das auch anbieten, euch da nicht auf bestimmte festzulegen, sondern einfach gucken, wie die Kombinationen sind, weil die sind wirklich total verrückt, ne? Also wahrscheinlich habe ich die etwas unklassisch zusammengesetzt in diesem Fall hier, weiß ich. Aber nun, ja, ich wollte halt eben auch ein bisschen experimentieren und ich finde die einfach toll. Also da kann man sich auch noch austoben, wollte ich dazu sagen. Also ich nehme, wie gesagt, alle Blüten, mache ich zweimal mit diesem Papier und zweimal mit diesem Papier ausstanzen. Und dann nehme ich alle Blätter, und also die kleinen und die großen, und mache das genauso mit diesem Papier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich war fleißig. Ich habe jetzt alles wie besprochen ausgestanzt. Und jetzt fangen wir an, einfach diese Blüten zusammenzubauen. Und ich mache das ja so, damit ich auch sehe, was ich dann machen möchte. Ich setze mir die schon vorher zusammen.
Ja, das heißt also, ich teile mir oder ich ordne die einfach hier irgendwie an. Also, dass ich mir die großen zum Beispiel hier rauspicke. Ja, da will ich ja auf die großen will ich ja was Kleineres dann drauf machen. Und zwar, weiß was ich, das könnte ja auch so eine mittlere sein. Also, das ist jetzt dieser beliebige Teil. Ich gucke einfach oder ihr guckt mir zu, wie ich das zusammensetze. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr diese Technik in Anführungsstrichen übernehmen. Oder ihr macht einfach euch was, was euch besser gefällt. Dann ist das natürlich auch prima. Hier sieht man schon, wie unterschiedlich diese Farbkombinationen sind. Ne? Während wir hier so im Blütenrosa sind. Hier Flamingo-Rot, also ich finde die richtig klasse. Wir brauchen natürlich nicht nur große, wir brauchen auch ein bisschen kleinere. Wir gucken mal. Ich würde das so hier zusammensetzen. So, ich habe mir die jetzt so angeordnet und das sind natürlich jetzt deutlich mehr, als wir brauchen. Also wenn wir die noch zusammenbauen, dann sind es insgesamt für zwei solche Karten ausreichend da. Das heißt also, entweder ihr minimiert die Anzahl oder ihr findet vorher einfach raus, welche Kombination, wie ihr die zusammensetzen wollt, ihr bevorzugt und dann geht dann in das eigentliche Doing. Ich würde euch einfach nur zeigen, wie ich die zusammenbaue und was ich damit mache. Und dann würde ich mir diese dann auch machen, damit ich genug Auswahl habe, um letztendlich diese Komposition auf der Zielkarte dann zu machen. So, und damit fange ich jetzt einfach an. Ich nehme mir diese Blüten hier zur Hand und man kann das Ganze mit dem Falzbein machen, indem ihr einfach mal alle diese Ecken hier nach oben falzt. Das ist, merkt ihr, wie schön sich die nach oben ausrichten. Das ist jetzt so die einfachste Methode. Na, einige nehmen diese Blüten in die Hand und knüllen die einfach oder zerknüllen die. Und das hat dann so ein bisschen Vintage-Effekt. Das will ich jetzt hier vielleicht nicht unbedingt. Ich möchte die schon in der Form so. Was heißt in der Form? Also ich will, dass das Papier nicht zerknüllt wird. Also schaut mal übrigens, wie toll diese sind. Ne? Also ihr seht ja, die sind ja hier an den Stellen so perforiert und das sieht wirklich richtig geil aus, sag ich mal. Genau. So, ich mache das jetzt einfach mal mit allen diesen Blüten, damit ich mit der Vorbereitung durch bin und dann können wir diese zusammen verkleben. So, da bin ich wieder. Ich mache das Ganze mit dem Tombow-Kleber und nehme mir die einfach so, wie ich die vorbereitet habe, zur Hand. Ups. Und würde hier jetzt immer ein bisschen Kleber drauf machen und die nächste Schicht drauf kleben. Wieder Kleber. Und ich mache das so, dass ich dann so ein Werkzeug nehme mit einer rundlichen Form hier und das in die Mitte setze und kann dann auch mit dem Falzbein gegebenenfalls diese Teile nochmal nach oben schieben, wenn mir das besser gefällt. Und grundsätzlich sorge ich jetzt beim Verkleben dafür, dass da nichts verrutscht und würde das also final hier setzen und an die Seite zum Trocknen legen und mich der nächsten Blüte widmen. Und das mache ich so lange, bis ich halt eben alle meine Blüten geformt habe. Ich denke mal, das erfordert keine weiteren Aufklärung. Es ist wirklich sehr simpel und jetzt ist halt eben nur Geschmackssache, wie viele Schichten man aneinander klebt. Weil es könnte sein, dass da ja auch schon nur zwei Schichten vielleicht einem gut gefallen
und gar nicht so viele, so wie bei mir jetzt hier, übereinander geklebt werden wollen. Na, also hier sind so diese zwei Beispiele. Da seht ihr diese Farben. Also ich finde das wirklich genial. Ja, also ich würde die jetzt einfach mal zu Ende verkleben und dann bin ich gleich wieder bei euch. Ich habe jetzt erstmal die ausgestanzten, angeordneten oder vorbereiteten zusammengeklebt. Und die möchte ich euch einmal kurz zeigen. Das sind jetzt verschiedene Größen und das ist genau richtig, weil wir die unterschiedlich an unterschiedlichen Stellen und in unterschiedlichen Größen brauchen, weil wir sie ja verschieden anordnen und einfach eine schöne Blumenranke kreieren wollen. Und wie gesagt, eigentlich würde das jetzt schon von der Anzahl her aus diesem einen Papier reichen. Dafür braucht ihr also das zweite eigentlich gar nicht. Ich überlege gerade, ob ich mich jetzt tatsächlich nur darauf konzentriere oder noch diese zusätzlich mache. Ich glaube, ich würde jetzt hier darauf verzichten. Ja, dann kommen wir ja schneller durch. Und ich glaube, weil das ja so farblich so unterschiedlich ist, durch die verschiedenen Maserungen hier dieses Papiers, werden wir auch ein schönes Ergebnis bekommen. Und ihr könnt natürlich schauen, schon im Vorfeld, welche Entscheidung ihr trifft und was euch da einfach besser zusagt. Ja, ich hoffe, das ist soweit okay und würde mich jetzt der Zusammenstellung widmen. Ich fange am liebsten hier unten an und zwar auf diesem sozusagen Sockel. Dafür stelle ich das tatsächlich erstmal ganz normal so ab und weiß im Prinzip, wenn ich das zusammenlege, dass diese Flächen ohne Einschränkung mit Blüten beklebt werden können. Und das ist diese und diese, diese beiden. Und das werde ich jetzt einfach tun. Ich hoffe, dass ihr hier genug seht. ich fange erstmal mit ein paar Zweigen an. Die haben wir uns ja hier auch ausgeschnitten. Die sind jetzt sehr dezent, ein bisschen heller als die Grundfarbe der Basis. Und ich würde mich jetzt an meiner schon vorbereiteten Karte, also an dem Muster ein bisschen orientieren und fange einfach mit diesem einen Zweig schon mal an. Alle anderen Zweige würde ich im Anschluss dann machen, zumindest hier auf diesem unteren Part der Karte. Aber wir fangen jetzt erstmal an. So. Und das würde ich so ungefähr, dass das hier, naja, nicht ganz abschließt. Man kann das ja auch abschließend machen, aber jetzt ist bei mir zu spät. So, genau, so würde ich das einmal positionieren. Und um das jetzt so ein bisschen besser zu verkleben, könnt ihr natürlich hier reingreifen und von oben und unten einmal andrücken. Ich nehme mir jetzt gleich noch so einen Zweig und mache das gleiche auf der anderen Seite. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Ja, also im Prinzip parallel dazu, allerdings dann mit dem Ende hier Richtung dieser Spitze hier und genau auslaufend Richtung Mitte. Ja, so ungefähr. Und das gleiche auch hier, einfach mit den Fingern dazwischen greifen, ja, um das zu verkleben. Ihr könnt natürlich jede Zeit
diesen machen, dass ihr euch das flach legt, aber das ist eigentlich gar nicht notwendig. Ich würde hier auf diese Seite fortsetzen und jetzt mit so einer dicken Blume beginnen, die zusammengesetzt ist aus sogar 4 verschiedenen Lagen. Da setze ich ganz normal Tombow-Kleber drauf. Und ich helfe mir jedes Mal jetzt damit, dass ich hier reingreife, um diese Blüte zu platzieren. Und dann mache ich die quasi so nah, wie es nur geht. Ich meine so nah, wie es nur geht, an den Rand hier links, aber auch hier an diese aufgestellte Karte. So, ich brauche noch eine recht große Blüte. Da würde ich jetzt gucken, ob ich farblich, ich glaube, die würde ich besser finden. Und die setze ich zur Hälfte hier oben und zur Hälfte hier unten an. Das heißt, ich muss mal erstmal schauen. Ne, die würde ich hier so ein bisschen mit einbinden, einarbeiten und hier umknicken. Möglichst nur die untere Lage, damit wir hier so ein bisschen noch 3D haben. Ja, man kann das schön testen, ob das so gefällt. Ich glaube schon. Was sagt ihr? Achso, ihr könnt ja gar nicht mit mir sprechen. Oh ja, macht ja nichts. So würde ich die hier platzieren. Ja, umgeknickt. Und hier wieder etwas Tombow draufpacken. Also mit dem Tombow macht ihr das wirklich bombenfest. Also dann passiert da nichts, auch nichts im Umschlag, gar nichts. Also das hält dann, hätte ich fast gesagt, für die Ewigkeit. So, das einmal schön so verklebt. Jetzt brauchen wir noch eine, ich sag mal, mittelgroße Blüte. Da würde ich diese nehmen. Wie gesagt, ich orientiere mich so ein ganz bisschen an meinem alten Beispiel. Und auch da nehme ich Tombow und werde das hier einfach mit einarbeiten. Auch hier wieder von unten schön festhalten. Ich hoffe, dass ihr das seht, dass das nicht durch diesen Aufsteller hier alles verdeckt wird. Ich will mal hoffen. So sieht das jetzt also aus. Ihr könnt das natürlich jetzt schon so testen, ob das dann wirklich gerade ist. Also gerade ist, ob sich da jetzt alles nur schließen lässt und ob sich die Blümchen dann aufrichten oder legen, wenn ihr das aufstellt, oh, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe so. So, ich würde jetzt ein paar Lücken hier mit kleinen Blüten füllen. Da würde ich jetzt einmal vielleicht dieser hier wählen und hier diese 2 kleinen. Genau, ich sortiere sie mir so ein bisschen. Und dann würde ich hier einfach schauen, was für Blätter ich noch habe, weil das ja so schön ist, wenn die Blätter dann natürlich auch noch mit eingearbeitet sind. Und da fange ich hier einfach schon mal oben mit dem Einarbeiten der Blätter an, indem ich einfach hier die so zuschneide, wie ich sie so für mich brauche. Und wieder hier schön verkleben. Ich helfe mir dann immer gerne mit der Pinzette und dann schaut ihr, wo ihr die hier vielleicht so reinschiebt. Und hier müsst ihr nur darauf achten, dass ihr hier nicht über diese Kante hier hinausgeht, weil das muss ja noch in den Umschlag passen. Und wir haben ja gesagt, das ist ein DIN C6, also klassischer Umschlag. Und wenn ihr das zu lang macht, dann passt das nicht mehr. So, hier können wir natürlich noch mal mit dieser Blüte hier das ein bisschen noch aufhübschen.
Also da schaut ihr einfach, was euch dann gut gefällt, dass ihr da zum Schluss letztendlich glücklich seid. Weil das doch recht individuelle Geschichte wieder ist. Hier mal ein bisschen länger festhalten, damit sich das einmal schon so verklebt oder verbindet mit dem Papier. Genau, und diese kleinen würde ich auch hier gerne irgendwo dazwischen packen. Wenn ihr da mit mehreren Farben arbeitet, ist es noch schöner, weil der Kontrast einfach stärker ist. So, ich nehme mir hier noch weitere Blätter einfach und arbeite die hier irgendwo noch mit ein. Ein kleines und ein großes Blatt und setze das Ganze fort. Ja, das ist eigentlich so die ganze Kunst, ne? Also die Blüten vorbereiten gehört schon zu den aufwendigeren Teilen, die einfach zu verkleben und jetzt so zu platzieren, dass man dann am Ende sagt, ja, das gefällt mir. Damit das Ganze ein schönes Aussehen hat. So, und hier fehlt mir auch irgendwie eine Blüte. Mache ich auch eine. Ich nehme hier noch von den nicht gefalzten noch so eine ganz kleine und schiebe die da zum Beispiel noch dazwischen in den oberen Bereich, zeige ich euch sofort. Ja, einfach da irgendwo dazwischen, um diese Lücke noch und diesen farblichen Kontrast hier hinten zu minimieren. So, jetzt muss ich schauen, ob ich hier noch mehr Blätter haben möchte, aber ich glaube, das ist schon recht gut hier. Ich glaube, ich werde das damit beenden. So, jetzt kommt der finale Test. Schaut mal, das kann sich alles aufrichten und es geht nichts verloren, nichts kaputt und genauso gut kann man es wieder aufmachen. Ja, das ist schon einmal diese Seite, dann würde ich mich... Ja, vielleicht doch jetzt diese Seite widmen, weil das einfach viel schöner ist. Da fange ich gerne an mit so großen oder so diesen Blättern. Wieder so wie hier unten. Das muss ich auch nochmal andrücken, weil ich sehe, dass das noch nicht ganz final sich hier verbunden hat. Genau, dann nehme ich mir also so zwei Größen, lege die aufeinander. Und mache sie einfach hier schon pauschal in die Ecke rein. So, was mache ich jetzt? Jetzt würde ich einfach noch so ein Blatt nehmen. Wobei, das gucken wir mal, dass wir das später machen. Sorry. So, jetzt würde ich mit den Blüten einfach fortsetzen. Und jetzt ist das Schöne, dass wir hier mit den Blüten, die ich am Rand platzieren möchte, auch etwas über den Rand gehen können. Und zwar... wir können da so weit gehen, bis wir hier quasi so Parallellinie erreicht haben, weil das wieder eine Rolle spielt für das Verstauen in einem Umschlag.
Und genau, jetzt ist auch entscheidend und deshalb ist es auch wichtig, dass man dieses Teil jetzt hier einfach schon mal so flach legt, wie viel Platz ich da von oben lassen darf. Und ich mache das so, dass ich hier über diese Kante hinausgehe, die aber nicht verklebe. Das heißt, ich setze jetzt den Kleber so eher in dem mittleren und oberen Bereich und seitlich. Und den Rest lasse ich hier so rausgucken. Und kann man so drunter fahren. Ja, ui, das habe ich jetzt ein bisschen zu weit. So, wie gesagt, das muss ja eine Parallellinie sein. Jetzt muss ich mir selber jetzt treu bleiben, was ich gesagt habe. Genau, so. Genau. Das ist schon mal perfekt. Dann würde ich gleich mit der dicken, großen Blüte einfach fortsetzen. Ja, warum nicht? Und die gleich hier oben platzieren. Da können wir gleich schauen, wie lang der Umschlag ist. Na, also da könnte so viel nach oben mit der Blüte gehen, wie der Umschlag lang ist. Ja, hier kann das ruhig so abstehen, ineinander greifen, dann sieht das einfach cooler aus. Jo, ich würde jetzt hier einfach fortsetzen mit dieser lustigen Blüte und die einfach hier in die Ecke platzieren. Vorher könnte ich, damit ich ein bisschen Kontrast habe, zum Beispiel hier so eine Blüte noch mit einarbeiten. Das mache ich einfach. Die braucht nicht den Kleber auf der Gesamtfläche. Das kann man auch einfach nur so. Und dann ist der Kontrast höher und es ist wahrscheinlich dann ja auch entsprechend schöner. So, und hier habe ich noch so eine und die würde ich auch gleich hier noch mit einarbeiten. Vielleicht so lang, so rum. Ja, irgendwie so. Ja, das ist wahrscheinlich für euch jetzt ein bisschen langweilig. Ich verstehe es. aber ja, wenn euch meine Ausrichtung, Komposition hier gefällt, dann könnt ihr das natürlich auch so übernehmen. Dann habt ihr keine Sorgen, weil dann wird das schon alles passen. Ansonsten müsst ihr euch dann so ein bisschen mit beschäftigen und schauen, dass ihr da nicht zu viel, zu weit und zu kompliziert die auflegt, dass ihr zum Beispiel Karte nicht mehr zumachen könnt oder in den Umschlag stecken könnt und so weiter und so fort. So, jetzt machen wir das Ganze wieder auf. Na, das ist schon mal ein guter Anfang. Mir fehlen ja hier noch so ein bisschen grüne Sachen, wie das zum Beispiel. Das würde ich hier gleich mit einarbeiten. Und jetzt muss ich das schon lassen. Ein bisschen anders gedacht, aber das ist okay. Das ist okay. Gut, so sieht das ja erstmal aus. Bevor ich jetzt weiter hier mache, muss ich mich gleich um dieses Label kümmern. Und jetzt mache ich ganz im Stil nochmal das hintere. Dazu muss ich, glaube ich, nochmal ein paar Blüten dazu bauen, weil die jetzt hier alle sind. So. Aus sind, wollte ich sagen. Ja, genau, die sind aus. Und da mache ich mir hier einfach nochmal sowas zusammen. Zum Glück habe ich hier noch genug. Und vielleicht so einzelne. Diese kleinen, die finde ich auch ganz süß. Das ist die falsche Farbe. Sich hier eingeschummelt. Genau, sowas zum Beispiel. Ja. Und dann klebe ich die jetzt hier auch schon hinten.
Ja, so seid ihr natürlich jetzt bei dem ganzen Entstehungsprozess dabei und könnt ihr das alles sehen. Das mag sein, dass für den einen oder anderen das dann ein bisschen zu trocken jetzt ist. Aber so ist das, ne? Ich möchte euch möglichst alles zeigen, damit diejenigen, die sowas noch nicht gemacht haben, auch in der Lage sind, dieses Projekt nachzubauen und dass sie sich selber halt eben diese Gedanken nicht machen müssen. Die habe ich dann halt eben mir für euch schon gemacht. So, und so sieht das Final hier hinten aus. Und hier sind wir noch vorne nicht ganz fertig. Und ich würde jetzt, bevor wir die restlichen Sachen hier verkleben, mich dem Label widmen. Und ich würde mich tatsächlich für dieses so hübsch bestickt mit, also das Äußere hier, entscheiden. Denn ich finde diese Form einfach schön und weiblich. Und wenn man sich das jetzt hier so drauflegt, das ist so geschmeidig. Ich mag's wirklich. Es bestickt alles und sieht cool aus. Das heißt also, da verzichten wir drauf. Und jetzt ist nur entscheidend, welcher Stempel. Und ich nehme das gleiche, um jetzt hier euch nicht zu sehr mit Sachen zu beschäftigen, zu verwirren. Das lege ich mir hier einfach gerade und versuche auch gerade zu stempeln. Ne? Und wenn mir das nicht gelingt, dann müsst ihr ein bisschen Nachsicht mit mir haben, weil ich hier von dieser Perspektive hier ein bisschen schräg darauf schaue. Und es kann schon sein, dass ich da gleich Scheiße baue. Ich mag nicht, ich darf nicht, oh. Ist doch alles gar nicht so schlecht. Das sieht doch gut aus. So, und das würde ich direkt mit dem Tombow-Kleber. Nein, ich suche den nicht. Ich weiß, wo der ist. Das mache ich immer nur mit meiner Brille, wo ich mich frage, wo die ist. Und die ist in meinem Haar. Also immerhin nicht auf der Nase. Das wäre ja noch schlimmer. Genau. Und hier müsst ihr rechts und links diese abstehenden Sachen auslassen, weil das wird tatsächlich aus unserer Karte hier rausgucken. Aber da wir die Möglichkeit haben, das größer zu gestalten als größer wegen des Bodens, passt das schon. Und jetzt habe ich mich verquatscht und fast schon hier das mit dem Kleber versehen, aber ich glaube noch so nicht so viel drauf gelegt, dass das alles noch klappt und mir nicht von der anderen Seite wieder rauskommt. So, dieses wunderschöne Label setzen wir hier einfach mittig drauf. Möglichst gerade natürlich. Ich glaube, das ist mir sogar gelungen. Und jetzt würde ich schauen, ob ich vielleicht noch ein paar von diesen Zweigen hier seitlich einfach so entlang diese ganze Sache laufen lasse. Und das kann man sich dann hier entsprechend noch zuschneiden. Wir schauen mal gemeinsam, ob wir das wollen. Na, weil das ist schon echt cool, wenn da jetzt noch so ein bisschen Dynamik mit drin ist. Ich mache das einfach. Come on. So, schaut mal, das ist doch gar nicht so schlecht, ne? Dazwischen, zwischen der Schrift. Ich finde das cool. Und hier muss das natürlich alles flach sein, weil wir gleich beim Zumachen sonst dagegen kommen würden. Jetzt können wir das testen. Also ich wollte nur sagen, auch wenn wir hier Millimeter rausgehen, das passt, weil wir hier tatsächlich noch so diese 2 mm Spielraum haben. Und schaut mal. Kann man alles zumachen. Wie gesagt, da passiert nichts. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Dadurch, dass wir diese Ecken hier so abgerundet haben, das ist auch alles nicht so empfindlich. Das kann man nach rechts, nach links, das ist nicht so akkurat drehen. Und ja, dann ist das schick. So oder so. Ich glaube, wir sind tatsächlich fertig. Jetzt müssen wir selber gucken.
Ne, wenn das zu wenig ist, da kann man sich noch Steinchen irgendwie draufpacken. Ne, hier hinten habe ich das extra jetzt freigelassen. Hier könnt ihr euch was ausstanzen oder einfach zuschneiden, vorher schreiben, dann draufkleben. Und das geht auch hier mit rein, also flach geklebte Karte oder ein Stück Papier, das wird die Sache hier nicht verändern. Das wird dann auch hier möglich sein, das ist schon fast zu klein. Also, ja, genau. Das wollte ich euch heute unbedingt zeigen, weil ich diese Dinge einfach für Frühling wunderschön finde und auch die Papiere, die Materialien sind einfach genial und ihr seht hier zwei verschiedene farbliche Beispiele und ich hoffe, die Idee gefällt euch gut, ihr habt Lust, das nachzubasteln und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln und lade euch jetzt herzlich ein, noch bei den Mädels vorbeizuschauen. Die Playlist ist jetzt hier verlinkt. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!